Hey, wieder herzlich willkommen bei Dead Space. Dead, 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 dead Space. Dead, dead, dead Space. Dead, dead, dead Space Kiste. Ja, es wird wieder sehr musikalisch. Wieso ist eigentlich nie ein Necromorph in der Monorail? Weil die steht die ganze Zeit offen. Ich meine nicht, dass ich es mir wünsche, aber könnte ja gut sein, ne? Impulsprojektile. Da ist wieder ein Schränkchen. Die dumm, die dumm, die dumm ins Leere. Welcome to the main. Asteroiden und hallo. Asteroiden und ins Leere. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Energiekanone. Ich sehe es doch kommen. Irgendwann müssen wir wahrscheinlich. Haben wir totalen Zeitdruck, weil wir keinen Sauerstoff haben und es ta greifen 1000 Necromorphs an. Irgendwann wird es so sein. Ich dachte schon, eine Monorail? Das wäre ein kurzes Level gewesen. Wir müssen wahrscheinlich da rein. Ich nehme aber erstmal die kleine Waffe. Weil einzelne Gegner kann ich jetzt noch so erlegen. Credits! Selbst die Putzfrau ist geflüchtet. Energieknoten. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Zwei Energieknoten, also können wir ruhig einen für eine Werkbank benutzen und einen für die Tür aufheben. Klingt doch nach einem Plan. Wir haben endlich mal einen Plan, Leute! Fickidi, fickidi, fick, fick, bist. Ich glaube, die nächsten Gegner lassen nicht lange auf sich warten. Oder ist es der Ruheraum von diesem Level? Es gibt ja immer einen Raum, wo wir immer wieder zurückkehren. Mit Speicherstation und einem Shop. Da ist der Shop dahinter. Speicherstation. Vielleicht ist da ja ein Ruheraum. Doch selbst in einem Ruheraum lässt uns Dead Space nicht immer in Ruhe. Oh Mann! Mann! So. So. Oh, eine Werkbank. Kaum habe ich es gesagt, schon ist eine da. Schön. Ich habe auch schon Necromorphs erwähnt. Also von daher sind die wahrscheinlich auch noch nicht so weit weg. Erstmal sammle ich weiter ein. Schubidubidubidu. Ich gucke da trotzdem mal rein. Hallo. Aufzug zum Abbaubereich. Extrem gefährliche Umgebung. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Achtung, der Abbaubetrieb ist eine extrem gefährliche Umgebung. Und wir müssen natürlich immer dahin, wo es. Unsere Arbeit fängt da an, wo sie andere vor Entsetzen übergeben. Wer weiß, woher der Spruch kommt, der ist in meine Achtung gestiegen. Nein, nein! Medipack klein. Nein, ich bin auch noch voll. Verdammt. Was gibt's hier? Was gibt's hier zu tun? Impulsprojektile. Und hier? Also Impulsprojektile. Oh, wollte ich gerade sagen. Da. Was war das denn für ein Geräusch? Ah, da oben ist doch. Nee, da ist die Lampe, okay. Ich speichere mal. Das gefällt mir schon wieder gar nicht, was hier passiert. Keinster Weise. Alter, Alter! Alter, 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 Alter! Jetzt traue ich ihm.
irgendeinem Grund ist das Schürfunterdeck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Danke. Oh, klasse. Oh nein! Nein! Ein Riesenaufzug mit Ventilatoren. Oh. Oh, Mistekiste. Was? Deck A bin ich jetzt, ne? Deck B. Wollen wir mal zu Deck B? Komm, lass uns erstmal zu Deck B. Was ist? Was noch? Wo noch einer? Noch einer? Speichern? Quatsch. Laden. Nein, nein, ich meine nachladen. So. Impulsprojektile. War ja so klar, ne? Ach, wir sind schon da. Schön. Dieses... Das hier gefällt mir so gern. Gefällt mir so. Ranholen. Miau. Na toll, supi. Einen Audiolog habe ich mir rangeholt. Aber das mache ich wahrscheinlich jetzt mal öfter. Einfach nur, dann habe ich... Ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie Munition habe. Also wenn ich jetzt da hingegangen wäre, es wäre Munition gewesen, dann käme von hier ein Gegner. Und... Ich erzähle gerade Scheiße, Entschuldigung. Ich erzähle gerade totalen Mist, ich weiß auch nicht. Irgendwie, als ich gedacht habe, hat es gerade total Sinn gemacht. Aber als ich es gerade gesagt habe, merkte ich, das ist totaler Schwachsinn, was ich erzähle. Wir hören lieber das Audiolog. Ich glaube, da sind vernünftige Sachen drauf. Ihr Tempo, ich habe Elizabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich, wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein. Gut. Schritt für Schritt gehe ich hier vor. Ich gehe hier Schritt für Schritt vor. Hier lang? Da lang. Also gehe ich erstmal da lang. Ey, da kommt doch gleich was um die Ecke geschossen. Wow, nicht so schnell, Leute. Hey. Die kommen jetzt irgendwie alle in Scharen. Ein ganzer Schar von die kommen raus. Supi-dupi. Oh! Hab mich erschrocken, du Arsch! Oh. Kommen irgendwie immer im... Ja. Früher war ein Ventilator, ein Nekromorph. Jetzt werden immer mehr. Gut, da habe ich noch genug. Verdize. Ah. Ich hätte oben im Shop... wie heißt das nochmal? Cutter-Energie, Plasma-Energie holen können. Naja, ist die Frage, ob ich da überhaupt den Platz für gehabt hätte. Da scheinen nicht nur irgendwelche Nebenräume zu sein. Gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt? Ist da lang und kommt an einen Speicherpunkt vorbei. Na, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal Teamwork. Ach so, deswegen sind die
zu Meeren unterwegs. Na, alles klar, Junge? Schon wieder was Hottes. Kleine Schritte. Ich komme nicht weit, ich weiß. Oh! Hey, war das gut? Ich habe nicht den ganzen Sack aufgeplatzen lassen. Nichts passiert. Oh, aber mich die Quelle ist gerade erschreckt. Das geht gar nicht. Und jetzt warte. Da ist eine Speicherstation. Ach, wir werden... Nee. Waren wir da schon? Ich meine... Hallo? Hallo? Der hat doch keinen Kopf mehr, oder? Das ist doch kein Kopf. Hallo? Ach so, wir sind von da gekommen. Alles klar. Hey. Isaac? Hol das mal ran. Nein! Ja, das heißt eigentlich nur, dass wir genug Munition haben, um die Viecher zu erlegen, richtig? Richtig. Da sitzt schon wieder irgendwas. Ich mag das nicht, wenn da was sitzt. Erstmal wird gespeichert ins Leere. Wir speichern ins Leere. Hahaha. Oh mein Gott. Oh. Leute, bleibt liegen, ja? Bleibt liegen, ey. Be cool. Bleibt cool. Alles ist geil. Alles ist cool. Credits. Schön. Na, auch bei dir alles gut? Muss ich da lang? Nee. Ich laufe immer im Kreis. Aber ich glaube, ich habe diesen Bereich erstmal schön gesäubert. Seht ihr? Ist doch alles sauber. Safety gemacht. So rum. Da kommt bestimmt erst wieder was, wenn ich wieder da vorbei muss. Was ist da? Alienverarbeitung? Nee, was steht da? Minen. Mineralienverarbeitung. So rum. Oh Gott, Alienverarbeitung. Ich trau dem nicht. Da ist verschlossen, da kann nichts kommen, außer dadurch. So weit weg. Kleine Schritte, Isaac, ganz kleine Schritte. Habe ich irgendwie erwartet, dass hinter mir jetzt einer da aus dem Ventilator kommt. War nur ein Gegner? Ich bitte euch. Das ist ja nix. Da hat Dead Space ja mal Gnade walten lassen. Nein, ich will nicht das Bein. Das Bein haben. Ein Shop. Energiekanone voll. Ah!
Ist es das, wo wir da hin müssen? Nee, da müssen wir dran vorbei. Alles klar. Oh Gott, ein langer Gang. Und ein Textlog. Haben wir Zeit zum Lesen? Anscheinend. Gut. Problem in der Weiterverarbeitung. Logbuch des Abbaudecks. Kreuz G. Die Situation hier hat sich um einiges verschlechtert. Der Schwerkraftausfall trat ein, als wir gerade Asteroiden untersuchten und einer davon aus dem Gravitationsstrahl fiel. Er kollidierte mit einer Wand, tötete zwei Mitarbeiter und zersprang dann. Die einzelnen Brocken schweben jetzt frei im Weiterverarbeitungsraum und wir können die Schwerkraft erst dann wiederherstellen und den Generalschlüssel holen, wenn wir sie aus dem Weg geschafft haben. Wir könnten hier oben wirklich die Hilfe von ein paar Technikern gebrauchen. Ja, ich bin ja da. Oh. Wenn ich das übersehen hätte, hätte YouTube mich gekillt. So, dann gehen wir noch ein bisschen was einkaufen. Habe ich eigentlich irgendwie... Halbleitergold! Ich habe schon irgendwie sowas gedacht, dass wir uns damit irgendwas verhunzen. Also das Inventar voll stopfen. Und jetzt können wir nämlich Plasmaenergie kaufen. Bis wir blöde sind. Gibt es irgendwann auch mal wieder einen neuen Anzug? Das wäre ziemlich geil eigentlich. Anzug Level 3 haben wir ja. Soll die noch mehr? Komm, wir kaufen mal richtig schon einen. So. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Das sieht doch so eigentlich ganz gut aus, oder? 100, 100. Ja, guck doch mal. Guck euch das doch mal an. Ist doch geil. Hier, Plasmaenergie, Plasmaenergie. 200 Schuss von dem Ding. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Energiekanone, Energiekanone, Energiekanone. Scheiße. Was ist mit der... Es ist immer irgendwas. Ich krieg das nie hin, richtig gut einzukaufen. Strahlmunition hätte ich noch kaufen müssen. Naja, gut, okay. Ja, es ist so. Es ist wie es ist. Und es kommt, wie es kommt. Bisher hat der kleine Cutter uns auch ein bisschen geholfen. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Dass wir den Großen nicht so oft brauchen jetzt demnächst. Wo müssen wir lang? Ja, warum frage ich eigentlich? Der unbequemste Weg. Natürlich müssen wir da lang. Okay, aber bevor wir diesen Weg einschlagen, möchte ich mich von euch verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao! Und danke fürs Zusehen.